In diesen Bankhochhäusern dreht sich alles ums Geld. Hier ist Geld der große Motor. Dieses Geld spaltet aber auch unsere Gesellschaft in Arm und Reich. Immer wieder diskutieren Fachleute darüber, wie eine Gesellschaft gesund funktionieren kann, in der Geld alles antreibt, in der aber andererseits niemand Armut leidet. In Deutschland wird in diesem Zusammenhang immer wieder auch über das bedingungslose Grundeinkommen für alle diskutiert. Das würde heißen, jeder bekommt Geld, ob er arbeitet oder nicht. Und was man damit macht, wäre auch egal. Das, was wie eine Utopie klingt, wird zurzeit realitätsnah getestet. In einem kleinen, bitterarmen Dorf Namibias. Kann das gut gehen? Namibia, im Süden Afrikas. Der Sozialwissenschaftler Petrus Karisep ist heute im Dorf Otjivero. Schauplatz eines Experiments, das auch in Deutschland mit Spannung beobachtet wird. Wie wirkt sich geschenktes Geld auf das Leben der Menschen aus? Heute ist Zahltag. Die Idee? Jeder erhält monatlich die gleiche Summe, unabhängig von Alter oder Beruf. Andere Sozialleistungen gibt es nicht. Das Ziel? Gleiche Startbedingungen für alle. Schafft das eine bessere Gesellschaft? Das Hauptziel des bedingungslosen Grundeinkommens ist die Bekämpfung der absoluten Armut, die unsere Gesellschaft verkrüppelt. Außerdem wollen wir die Menschen dazu befähigen, ökonomisch aktiv zu werden. Das kann man hier jetzt wirklich sehen. Emilia Garises erhält jeden Monat 100 Namibia-Dollar, wie alle 930 Dorfbewohner. Umgerechnet knapp 9 Euro. Für ihre achtköpfige Familie bekommt sie also ca. 70 Euro. Einfach so. Das entspricht hier einem durchschnittlichen Monatslohn. Quittiert wird per Fingerscan. Seit 2008 läuft das Experiment Basic Income Grant, kurz BIG. Es ist auf 2 Jahre angelegt und wird unter anderem von der evangelisch-lutherischen Kirche und von Brot für die Welt unterstützt. Geschenktes Geld. Wie gehen die Menschen damit um? Projektleiter Karisep besucht Emilia. Sie hat ihr Grundeinkommen in eine Nähmaschine investiert. Für ihre Familie eine Verbesserung. Als wir von den Farmern entlassen wurden und wir nach Otjivero ziehen mussten, ging es uns sehr schlecht. Wir hungerten und das Leben war sehr, sehr schwer. Besonders mit den Kindern. Ich habe nie das Schulgeld für sie bezahlen können. Durch das Grundeinkommen kann ich sie nun zur Schule schicken. Doch davor war das Leben sehr schwer. Von Kariseps Einschätzung hängt vieles ab. Die namibische Regierung erwägt, das Grundeinkommen landesweit einzuführen. Noch scheut sie die Kosten. Und Kritiker warnen, dass den Menschen der Anreiz zur Arbeit genommen wird. Karisep dagegen sieht Fortschritte. Und er registriert gesunden Egoismus, eine Grundlage der Marktwirtschaft. Das neue Wellblech an der Hütte war schon lange fällig. Und endlich gibt es einen Stromanschluss. Emilia nutzt ihre Chance. Nachdem sie, wie fast alle in Otjivero, ihre Arbeit auf den umliegenden Farmen der Weißen verloren hat, sichert das Grundeinkommen nun ihr Überleben. Und als Näherin verdient sie monatlich knapp 70 Euro hinzu. Die Dorfschule steht für einen weiteren Erfolg. Noch vor 2 Jahren waren die Klassen leer. Jetzt besucht fast jedes Kind die Schule. Die Eltern können sich nun das Schulgeld leisten. Und sie haben trotzdem noch genug Geld für Essen. Zuvor waren fast die Hälfte der Kinder unter 5 Jahren unterernährt. Heute sind wesentlich weniger auf die Schulspeisung angewiesen. Die Rektorin Rebecca Heiter ist überzeugt, der Teufelskreis aus Hunger und Lernschwierigkeiten kann mit Hilfe des Grundeinkommens durchbrochen werden. Wer einen hungrigen Magen hat, der kann sich nicht konzentrieren. Aber wenn man wenigstens etwas zu essen hat, kann man auch der Klasse folgen. Und was mir auch aufgefallen ist,
Seit letztem Jahr fangen meine Schulkinder an zu lesen. Die Schule wird zusätzlich zum Projekt noch mit Fleisch aus umliegenden Wildgehegen unterstützt. So sollen Wilderei und Viehdiebstahl verhindert werden. Aufgrund der Armut war das hier lange ein großes Problem. Doch seit das Experiment läuft, sind, laut Polizeiangaben, Wilderei um 95% und Viehdiebstahl um knapp die Hälfte zurückgegangen. Petrus Karisep beobachtet, dass viele Teilnehmer der Studie ihre 9 Euro im Monat als Startkapital in eine neue Zukunft nutzen. Das Grundeinkommen schafft hier Arbeit, die es vorher nicht gegeben hat. Doch es gibt auch scharfe Kritik, vor allem aus der deutschstämmigen Nachbarschaft. Hardy Köhler lebt in 4. Generation hier und besitzt den größten Laden der Gegend. Der Kaufmann hält das Grundeinkommen für grundfalsch. Für die 2,4 Millionen, die man in den 2 Jahren ausgegeben hatte, hätte man eher eventuell eine Fabrik hinbauen können. Und da hätte man auch die Kontrolle. Wer besoffen zur Arbeit kommt, fliegt. Nächster bitte. Das ist einfach eine Erziehungsmaßnahme. Ich meine, das ist, wenn du morgen besoffen bei der Arbeit bist, fliegst du auch. Köhler findet, die Menschen werden durch das Projekt BIG in die falsche Richtung gelenkt. Ihnen werde das Bewusstsein genommen, dass man erst etwas leisten muss, bevor man belohnt wird. Außerdem geben die Dorfbewohner viel Geld für Alkohol aus. Alkohol, den er aber gewinnbringend verkauft. Immerhin, das Flaschenpfand tauschen die Kinder schon mal in Brot ein. Alle wissen, dass ich gegen den Alkohol bin. Ich verkaufe ihn, ja, ich bin Kaufmann. Wenn ich ihn nicht verkaufe, verkauft jemand anders ihn. Ich würde nur lieber Brot verkaufen anstelle Alkohol. Ja, wer bin ich, den Leuten zu sagen, du darfst nicht? Ich meine, ja, es wird ja gesagt, von Big gesagt, das sind erwachsene Leute, die können selber entscheiden. Hildegard Klaasen hat sich entschieden. Auch sie zählt zu den Empfängerinnen des Grundeinkommens und sie spart ihr Geld. Doch nicht alle sind so verantwortungsbewusst wie sie. Sie ist eine aus dem Dorf gewählte Kontrolleurin des Projekts. Ihre Aufgabe ist, darauf zu achten, dass die Menschen das geschenkte Geld vernünftig einsetzen. Bevor sie arbeitslos wurde, hat sie 21 Jahre lang auf einer deutschen Farm gearbeitet. Deswegen spricht sie auch etwas Deutsch. Wir gucken immer, wenn die Leute Geld kriegen, dann gucken das immer. Wir gehen, Montag geht die nach Hause und dann guckt die das, was hat die gekauft oder was hat die nicht gekauft. Und dann sagt uns die Leute, du musst jeden Tag, jeden Monat, wenn du die Geld kriegst, musst du etwas kaufen, dass die Leute das auch sehen, dass du was gemacht hast. Gegenseitige Kontrolle, eine wichtige Säule des Konzepts. Einige verkaufen Tambo, ein selbstgebrautes Kräuterbier. Doch wo Alkohol angeboten wird, wird auch Geld verprasst. Hildegard sieht die Problematik. Sie sorgt deshalb Monat für Monat dafür, dass am Zahltag wenigstens kein Schnaps verkauft wird. Für Kritiker ist Alkohol aber nicht einmal das Hauptproblem. Was ist, wenn das System nicht übernommen wird? Da sitzt eine Siedlung hier, man hat Leute dazugezogen, man hat die Leute abhängig gemacht. Gibt's Chaos. Also nicht alle. Ich will nicht sagen, dass jeder jetzt anfängt, Viehdiebstahl oder was zu betreiben. Nur der Viehdiebstahl, die Leute werden Hunger haben und die werden sich das Essen holen. Bis Ende 2009 läuft das Experiment. Dann fließt kein Geld mehr. Was wird dann aus den Menschen im Dorf? Wir sind froh, dass manche Leute Geschäfte aufgezogen haben, die auch bestehen können. Aber wenn das Grundeinkommen nicht mehr gezahlt wird, werden die Geschäfte nicht mehr funktionieren. Das ist ein Problem, ja, das sehen wir. Aber nicht unseres. Wir wollen der Regierung zeigen, dass das Projekt in ganz Namibia funktionieren kann. In the whole of Namibia. Für die Bewohner des Dorfes ist 2 Jahre lang ein Geldsegen wie vom Himmel gefallen. Doch wenn die Leute von Big nicht mehr kommen, wird sich für sie vieles wieder zum Schlechten wenden. Kann das Grundeinkommen, wenn es dauerhaft und landesweit bezahlt wird, eine echte Alternative sein? Viele aus Otjivero haben gezeigt, dass sie ihre Chance nutzen, wenn man ihnen eine bietet. Thank you.
Hoffentlich werden die Bewohner Otjiveros nach Ende des Experimentes nicht allein gelassen. Vielleicht hat das Modell ja wirklich Zukunftschancen. Im Moment besteht für mich allerdings der größte Erfolg darin, dass hier endlich einmal ein neues soziales System in der Praxis ausgetestet wurde. Wenn auch nur in einem kleinen Dorf. Aber das ist nicht mehr nur bloße Theorie, sondern ein echter Feldversuch. Inwieweit sich allerdings diese Ergebnisse auch übertragen lassen auf ein ganzes Land, sei es jetzt Namibia oder Deutschland, diese Frage steht wohl auf einem ganz anderen Blatt.